Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen, fast einem Ende reichen Folge der Quarry. Weiter geht's. Immer infiziert, oder? Was gefunden? Oh, ich check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Ach, findest du? Wirklich? Schon, oder? Bitte was? Entschuldige? Hast du je... Ich komme gleich wieder. Dann müssen wir wahrscheinlich wegrennen. Na gut, was passiert hier gerade? Eine klare Entscheidung über etwas getroffen? Emma, bist du okay? Was ist in dich gefahren? Ich weiß nicht. Emma. Abby? Emma. Laufen. Ich würde Treppe sagen. Leider dauert zu lange. Mann! Leiter. Es ist noch ein Werwolf. Scheiße. Wir waren es nur noch drei. Ne, vier. Ach Mann. Ja, ich bin so scheiße. Naja. Wenigstens sterben aber welche. Am Ende werden safe nur Emily. Ne, Caitlin am Leben bleiben. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein.
Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Er verblutet elendig, also. Vorsichtig. Yep. Er steht doch die ganze Zeit da. Was war das? Ich denke. Ich denke, das ist Chris Hackett. Er lebt immer noch? Wie das? Hä? Ich hab's beendet. Ich hab den Werwolf gesiegt. Danke, dass Sie mich verschont haben. Herr, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Denkst, es ist vorbei? Das ist es nicht. Ich verstehe es nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf.
weißer Wolf. Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den, oh, an den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Salas und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Okay, okay. Und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Es steckt stets mehr dahinter als gedacht. Soll ich es dir zeigen? Für mehr sehen. Eine Karte müssen. Ja, gut. Aber ich kann dir leider nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Welche soll es sein? Such aus. Nein, halt die Schnauze, Baba Yaga. Irgendwie will ich... Der Tod, die Sonne. Ja, die Sonne. Lass mich mal die Sonne gucken. Wer wird überleben? Zum letzten Mal. Geh bitte. Und bring es zu Ende. Max? Max lebt noch?
What the fuck? Oh, nein! Aber Leute, das war's mit der Folge. Haut rein.